Wie lange brauchst du denn und wie wollen wir eigentlich los zum Angeln, Mensch? Bleib mal locker, ich logge mich nur noch fix ein und dann ist das nachher auch schon fertig. Du musst dich doch nur einloggen, du bist schon seit 20 Minuten dabei. Ja, ich kann da nicht zu, du kennst das doch, Mann. E-Mail weiß man so ungefähr und Passwort hat man vergessen und dann dauert das nachher alles so ein bisschen. Also ich merke mir alles. Ich bin ja gleich mit durch, entspann dich mal. Beeil dich einfach, sonst ist das dunkel und arschkalt, da brauchen wir auch nicht mehr los. Ja, Mann, ich muss mich hier nur noch authentifizieren. Was musst du? Mann, du weißt schon, dieses Authentifizieren. Du meinst authentifizieren? Ja, genau das meine ich. Ja, dieses, ich bin kein Roboter. Verifizieren. Das was? Man, dieses, wo man alle Autos und Brücken in diesen ausgeschnittenen Vierecken da anklicken soll. Du meinst verifizieren? Ja. Das ist doch aber easy. Ohne Witz, ne, diese blöden Bilder machen mich immer fertig, ey. Was genau meinst denn du? Mann, ich mein dieses hier. Ach, das meinst du? Ja, und das ist total dumm, weil manchmal erkennst du gar nicht, ob das jetzt ein Auto sein soll oder nicht, weil die alle immer total unscharf sind. Und der muss da alle Bilder anklicken, wo eine Ampel und ein Fahrrad drauf ist, ne? Ja, richtig. Und wonach geht's hier bei dem? Wie meinst du? Ja, hier zum Beispiel, hier siehst du eine Ampel. Wollen die jetzt, dass ich alles von der Ampel anklicke? Also alles, was unmittelbar damit zu tun hat oder nur die Lampen an sich? Ja, aber die Ampel ist doch das gesamte Bild da. Ja, aber das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wieso ergibt das keinen Sinn? Ja, aber wenn du den Ampelkopf abbaust... Hast du den Ampelkopf gerade ausgedacht? Ja, schon, aber es klingt doch plausibel, oder? Ja, stimmt schon. Ja, also wenn du den abbaust und auf dem Holzpfahl oder so schraubst, hast du da auch eine Ampel. Ja, aber das wird dämlich aussehen. Es geht doch hier aber nicht um die Optik, sondern um die Sache an sich. Mensch, du mach hin! Das gleiche zum Beispiel auch, wenn du einen Fahrradreifen irgendwo rumliegen siehst. Sagst du dann, oh, guck mal, ein Fahrrad oder, oh, guck mal, ein Fahrradreifen. Also ich sag selten, dass ich ein Fahrrad irgendwo gesehen habe. Warum sollte ich da überhaupt erstaunt drüber sein? Das war doch aber nur ein Beispiel, Mensch. Okay, mal angenommen, du siehst eine Ampel ohne den Ampelständer. Hast du die Ampelständer gerade ausgedacht? Ja, aber es klingt doch plausibel, oder nicht? Ampelkopf und Ampelständer. Du weißt doch aber, wovon ich rede. Was willst du denn jetzt wissen? Mal angenommen, du siehst den Ampelkopf auf dem Boden liegen. Würdest du dann sagen, oh, guck mal, eine Ampel oder, oh, guck mal, ein Ampelkopf? Also ich habe noch nie eine Ampel auf dem Boden liegen sehen. Es geht ja aber auch um den Ampelkopf. Was genau war das jetzt nochmal? Ja, der obere Teil. Mann, weiß ich doch nicht. Ich würde wahrscheinlich nie darauf aufmerksam machen, dass eine Ampel irgendwo auf dem Boden liegen würde, weil das eh nie passieren will. Man kann mit dir scheinbar keine vernünftige Situation besprechen. Mensch, du klickst ja überall die Ampel an und gut ist. Ja, hab ich, war aber falsch. Ja, weil du unfähig bist. Ja, jetzt habe ich einen zweiten Versuch und darf alles anklicken, was ein Auto darstellt. Ja, und genau jetzt kommt der knifflige Teil. Siehst du dieses kleine Pissstück da? Ja, sehe ich. Zählt das jetzt dazu oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Zählt das oder nicht? Mann, weiß ich doch nicht. Klick da drauf jetzt. Ja, und wenn das jetzt falsch ist, bin ich dann Roboter oder was? Nein, bist du nicht. Ja, natürlich, es war falsch. Jetzt kann ich neu anfangen. Mensch, du mach einfach. Oh, jetzt muss ich hier so ein geschwungenes Wort rausfinden und reinschreiben. Ey, das endet hier nie. Jetzt zeig her den Mist. Ist doch ganz einfach, da steht schlecht. Schlecht? Warte mal, okay, probier ich mal. Können wir denn jetzt endlich los? Ah, oh. Was denn? Was ist denn jetzt? Hier steht, meine E-Mail ist falsch. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, welche E-Mail überhaupt meine richtige ist. Mensch, du klickst ja überall die Ampel an und gut ist.